Dann sind wir gerade die Ressourcenbringer. Ja, wobei. Haben wir was geholt? Wir haben ja schon ordentlich was von denen geholt, ne? Muss man ja auch sagen. Naja. Der eine Container war schon wieder voll. Ja, deshalb. In den anderen habe ich gar nicht reingeguckt, wie viel da drin ist. Ja. Wie gesagt, das ist dann der Punkt, wenn ich ein oder zwei Container voll habe, wo ich dann persönlich große Container baue, weil ich dann mehr Überblick habe, was drin ist. Aber dazu bräuchtest du wieder mehr Platz und dann sieht es scheiße aus unten. Ja. Beziehungsweise, naja, man könnte ja schon einen richtigen Frachtraum und alles mögliche bauen. Und hier kurz, wie voll sind die Batterien denn jetzt? Na, erstmal muss die Dev stehen. Ich habe eine Krankenstation hinten links in die Ecke neben der Produktion gestellt. Einfach nur, dass mal eine da steht. Da können wir uns auf jeden Fall schneller dann mit Leben und so weiter versorgen. Und mit Energie. Na, das dauert immer ewig, wenn du da drin sitzt. Ja gut, am Survival Kit geht's ja noch. Es dauert genauso lange wie im Sitz. Quietsch, hier liegt da schon wieder Zeugs rum. Hier wird mir nichts angezeigt. Ich bin eben durch Zeug durchgefahren. Egal. Ja, mal gucken, ob das Schiff zumindest noch da hinten liegt. Gucken. Das wollte ich dann auch machen. Ich habe gerade einen Rover geholt, den fahre ich dann nochmal hin und dann. Na ja, da kann noch dieses andere große Schiff. Da liegt unser kleines auch unten drunter. Das wollte ich noch flexen. Hier hinten auf dem See meine ich. Wie bitte? Hier hinten auf dem See, da lag eigentlich noch ein großes Schiff, aber. Das habe ich schon mit meinem Rover so Stück für Stück, aber das liegt immer noch da. Ja. Nee, nicht das. Ein anderes. Weißt du noch eins? Ja, wo ich eigentlich mit dir vorhin hinfliegen wollte, aber dann. Ach, das Weiße, ja. Ja, aber das sehe ich nicht mehr. Schade. Anscheinend hat sich's aufgelöst. Naja, wer weiß. Ja, hier ist ein riesiger Krater. Da war das wohl mal. Da kann ja auch sein, dass die beiden Fraktionen gegenseitig feindlich waren. Ja, da ist noch was. Da ist noch ein Rest dass übrig. Das, dass die Untertasse sozusagen das weggeknallert hat. So, wie lange brauchen jetzt der Cargo? Der schmeißt 30 Jahre raus. Es dauert eigentlich gar nicht so lange hier Wasser und Notration zu bauen, ne? Es geht eigentlich. Das Problem ist nur, wenn der abbaut mit Build and Repair, da kriegt nicht genug Energie rein. Okay. Aber das können wir ändern. Halten die Solar. Das kann ich mal probieren. Die Solarsäge aneinander. Ja, das tun sie. Solarkollektor. Auch Stahlplatten. 10 Stahlplatten mitnehmen. Ja, aber jetzt auch. Das Build- und Repair-System. Irgendwie funktioniert das auch nicht richtig. Jetzt, ich hänge direkt drüber über dem feindlichen Schiff. Ja, vorhin hat er noch alles schön abgebaut. Jetzt auf einmal gar nicht mehr. Du hättest mit deinem Raumschiff sowieso Probleme dort.
bei dem Build in Repair. Bei mir im Auto funktioniert es noch einmal frei. Sehr eigenartig. Mhm. Jetzt haben irgendwie. Jetzt macht er mal was, aber. Achso. Ja, kann natürlich auch nicht funktionieren, wenn der Großteil der Blöcke davon ausgeschaltet ist, ne? Hey, wie ist denn das passiert? Ja, vor allen Dingen nur ein Teil der Blöcke ist ausgeschaltet, hä? Trotzdem. Ach, hier ist ja die Ecke noch, die stirbt, alles klar. Warum? Was passiert denn? Ach so, laut sehen. So, welche bauen? Er erkennt jetzt auch keine abzubauenden Blöcke mehr. Hä? Ja, weil er zeigt, wenn du halt im Bedienfeld, also im Menü halt drauf gehst, um mal die Einstellung zu machen von dem Bild und die Perse sehen, dann zeigt dir rechts ja immer an, wie viel Energie er gerade benötigt. Mhm. Und da steht dann davon wegen so, was er gefunden hat, was zu schweißen ist und was zu demontieren ist. Und ich hänge direkt an dem Schiff dran und er findet keine Blöcke, die es zu schweißen gilt. So jetzt zum. Das ist so seltsam. Das alles wieder selber machen. Will ich doch gar nicht. Ja, dafür hat man ja das Bild- und Repair-System. Ich. Gasgenerator. Okay. Anscheinend macht er jetzt noch wieder was. Ja, du musst immer mal wieder reingucken, irgendwas rumschrauben, ne, und dann auf einmal geht's wieder. Das ist echt seltsam. Jetzt wird noch frei juckelt. Mhm. Oh Mann, ey. So. Warte mal, was sagt denn die Kiste insgesamt? Ich habe Strom für 3, 8, 4, 5, 9 Tage. Das klingt ja fast, als wenn die Batterie sich füllt. Wo ist sie denn? Hier. Auto. Jawohl. Vollständig verbraucht in 2 Tagen, 1 Tag. Hm, das geht ja. Aktuelle Zufuhr, aktuelle Abgabe. Nee. Die Zufuhr ist minimal weniger wie die aktuelle Abgabe. Und da schweißt er nicht mal. Eigenartig. Na jetzt seltsamerweise macht er das. Ich komme mal zurück zur Basis. Die Sonnensegel selber haben aber Schatten, ne? Wenn ich die jetzt senkrecht stelle. Ich würde das sowieso mal umbauen. Das gefällt mir so hier überhaupt nicht mehr. Was denn? Ja, weil das oben drauf total kacke ist beim kleinen, beim Rover. So, ja, das ist halt dieses nachträgliche Herumdoktern an dem Ding, ne? Ja, ja. Der ist sehr gut gebaut und du kannst halt oben drauf schwer was bauen. Wenn ich jetzt so die eine Ecke hier vorne abbaue, glaube ich, dass da alles zusammenbricht. Dann kannst du ein neues Fahrzeug basteln. Ne, nicht ganz. Also es fällt einfach nur oben das ganze Zeugs ab, weißt du?
Ich müsste oben alles neu aufsetzen. Ich dachte, du wolltest ein neues Auto basteln. Ach so, das? Ein ganz neues Auto basteln? Mhm. Flugzeug? Ja, ich dachte... Da muss ich erstmal überlegen. Wie ich das bastel? Ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wenn ich das nicht fertig kriege, ist es wieder... Ja. Nee, ich, nee, heute auch nicht, meine ich, aber beim nächsten Mal oder so. Mhm. Mal wieder ein Flugzeug bauen. Ja. Oder ein Bohrer. Ja, das hat auch was. Was, jetzt funktioniert der Auswurf? Hä? Was hat denn der jetzt ausgeworfen? Das Essen oder was? Ja, schmeißt er auch gleich raus, Wasser und Essen. Schwachkopf. 08 aus. Echt seltsam momentan. Ja, da haben wir es wenigstens in der Basis drin, das ist auch nicht so schlimm. Aber der kann ja mehr Essen und Trinken hier schon weiterbauen. Sehr schön. Der hat ja genug drin. Die Riesenmotte ist gelandet. Da unten komme ich nicht mehr durch, nee. Da sind die... Nice. Wo steht sie denn? Hinter mir? Nee. Doch, bergaufwärts. Ja, aber ich kann... Gestellt. Ich werde sowas von überall einecken mit den ganzen Solarsegeln. Ne, geht. Was hat er gerade angezeigt? Das kann nicht konsumiert werden, weil... Droht oder was? Ja. Na egal. Ich habe zu viel davon gegessen und er macht das nach wie vor nicht. Mhm. Sehr, sehr schade. Wir müssen irgendwas... Irgendwas finden außer dem Notration. Wir haben auch nicht mehr viel da, ne? Ja, ich habe fleißig schon nachproduziert hier. Bei dir am Raumschiff? Hm, genau. Das ist schon mal gut. Bei der Basis war nichts. Und bei mir reicht der Strom nicht. Na, Strom geht hier eigentlich. Ja, ich will keine Reaktoren dran bauen. Hm. Dann haben wir noch ein paar Uranfresser. Das ist. Wie gesagt, wir kommen ja sowieso nicht ran. Och, nö, ja, solange immer wieder neue Gegner sich hier verirren. Da geht das dann schon fast. Da werden sie genug mitbringen, ja. Ja, aber ich glaube, ich würde dann für heute Schluss machen. Mhm. Ich stelle meinen Rover hinten ab. Ich hoffe mal, der bleibt. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Ja. Oder soll ich ihn zurückfahren? Also von mir, gut, von mir aus kannst du auch zurückfahren, wenn du willst, klar. Warum nicht? Ich bin gerade angekommen. Ja, oder lässt. Verschwindet der, wenn der hier steht? Solange der Strom hat, nicht. Dann. Nee, hat er ja nicht. Ja. Dann bring ich ihn zurück. Komm, dreh, jetzt. Jawohl, Gas. Hacken, Gas. Aber irgendwas ist heute seltsam hier. Der Welt. Naja, beim nächsten Mal gibt es vielleicht schon das ein oder zwei Updates, Patches, Fixes, Hotfixes. Ja, das wäre super. Also. Da sieht die Welt wieder ganz anders aus. Hoffen wir es mal. Mhm. Magnesium. Sili hat man. Was fehlt da? Nickel, ja. Ja. Da brauchen wir einiges. Na, noch kriegen wir es ja aus den Platten raus. Ach, sehr schön. Mhm. War wieder lustig. Ja. Wobei ich es echt total frustrierend finde, dass unsere ganzen Raumschiffe immer kaputt gehen.
Du hast es mir gerade vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, diesmal stimmt leider die Statistik nicht. Nee, also... Wir haben nur noch ein fahrendes Fahrzeug und ein fliegendes. Ein bisschen im Minus gelandet. Ja, vor allem, wir hatten so viel Mühe gegeben mit den anderen beiden. Hm. Du, ja. Hm? So. Brauchen. F. Rassia. X. Dann schmeiße ich das mal in den anderen Sitz rein, was ich jetzt noch habe. Mhm. So, trinken habe ich. Essen haben wir nur noch zwei da. Dann wird Tatsache hier unten reingeschmissen. Na, hat auch gleich gefuttert. Naja, das ist dann weg wie nix, ne? Hm. Ach so, ja, das hatte ich ja dann auch nicht mehr einstecken, ne? Ja. Schmeiß ich alles in den Sitz hier rein. Die Werkzeuge krieg ich. Hm. Die rechte Kryokammer. Bist du schon drin? Ich bin in der jetzt drin, vor der du stehst gerade. Mhm. Der hebe ich dann. Beim letzten Mal zu die andere, deswegen. Kann man hier auch was reinschmeißen? Ne. Ne, da. Hier ist frei. Jawohl, ist der richtige. Oh, klingt das cool. Na, hat was, ne? Ja, ist hochgefahren. Ich lock gleich aus.